Hallo und willkommen beim Klemmsteinchen, heute mit einem weiteren Set. Ja, wo gehört sie denn hin? Ich sag es euch. City! Jungle Explorer Waterplane. Mit Krokodilen oder Alligatoren. Einem Wasserflugzeug. Zwei Minifiguren und ein bisschen Grünzeug. Gucken wir mal, was wir da haben. Außer der einen Minifigur haben wir den Piloten. Ein Krokodil in neuer Farbe. Der Mold ist wie bisher. Schnapp. Dann haben wir ein zweites Krokodil, / einen zweiten Alligator. Und wir haben... Wo haben wir ihn denn? Einen dritten Alligator. Das Kind. Außerdem haben wir... ein bisschen Grünzeug. Ein Versteck für die Alligatoren. Das ist ein Teil, das da eigentlich drauf gehört. So. Da kann dann der Alligator durch. Und wir haben selbstverständlich das Wichtigste von allem. Nein, es ist nicht das Krokodil. Ich baue es gerade. Jedenfalls so ungefähr das Flugzeug. Rotor funktioniert. Wird sich gebaut. Ich habe den Flügel jetzt ein bisschen falsch gebaut, aber man kann sich das ungefähr vorstellen hier, wie der dann so landet. Dann hier die beiden Krokodile. Der Pilot. Was allerdings auch dabei war, war ein Stück Karte. Das hat Junior aber leider weggeräumt. Da kann die denn Fotos machen, filmen. Hier sieht man übrigens noch einen kleinen Frosch. Und diese Figur gehört eigentlich nicht da rein. Ist in einem weiteren Set erhältlich. Wenn ihr mögt, kommt da gerne auch noch ein Review oder ein kleines Review, Kurzvideo, Short, wie auch immer. Also der gehört da nicht rein. Und tatsächlich ist das auch schon das Set. So, hier haben wir die Vorderseite. Nochmal alles abgebildet. Rückseite. Ja, da kann man die dann beide reinsetzen. Da die Krokos. Ich empfehle dieses Set, da es mal wieder eine coole Themenwelt ist, wie ich finde. Aber preislich auch in Ordnung geht, gerade mit Rabatt. Und das Coolste dabei sind natürlich die Tiere. Also wer allein Tiere sammeln will, der kommt gut dabei weg. Auch in den anderen Sets sind coole Tiere dabei. In den großen sind zum Beispiel Gorillas, das haben wir nicht. In dem kleinen Set, in dem er dabei ist, gibt es einen roten Panda. Und ein weiteres Set mit einem Tiger. Also kurz und knapp. Ich kann das Set weiterempfehlen. Ein Spielset oder für Tierliebhaber. Kauft es euch. Wenn es euch nicht zusagt, dann findet sich sicher eine andere Themenwelt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da oder abonniert den Kanal, falls noch nicht getan. Kommentiert gerne. Und einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.